Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Rot. Dies müsste bereits der 10. Part sein, also schon 10 Parts von diesem Projekt und wir sind doch recht weit gekommen bis jetzt. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal hier weiter auf dieser Route. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Route das genau ist. Im letzten Part haben wir die Arena von Azuchia City herausgefordert und auch, ja, souverän, würde ich mal sagen, bestanden. Und hier werden wir jetzt ein paar Trainer besiegen, ne? Wer da und bla bla. Ja, genau, das sind einfach ein paar Trainer. Die werden wir einfach mal besiegen. Ich denke mal, da habt ihr kein Problem mit. Und ich würde sagen, man könnte auch wieder so ein Thema ansprechen. Vielleicht, ich wollte allgemein ein wenig ernstere Themen auch mal ansprechen, während meine Let's Plays nicht nur immer halt, ja, keine Ahnung, on-topic, also irgendwas über Spiele oder sonst irgendwas, sondern halt auch mal ernstere Themen. Und etwas, was mir so aufgefallen ist, vor ein paar Tagen öfter mal aufgefallen ist, und zwar, Leute, also, wie soll... Das ist echt schwierig, in so ein Thema einzusteigen und dann vor allem in dieses Thema. Also fangen wir einfach mal so an. Ich habe letztens jemanden, also ich habe es selber mitbekommen, dass halt, also ein paar dickere Menschen, jetzt nennen wir einfach mal das Kind beim Namen ungefähr, aber auch wirklich richtig viel Masse, sagen wir es mal so. Ich weiß, es hört sich so böse an, aber noch nicht direkt negativ nehmen, ist die Erklärung, kommt gleich dazu. Auf jeden Fall, ja... habe ich halt mitbekommen, dass halt bestimmte Menschen mit viel Masse, gibt's halt immer, ne? Und das, was mich an solchen Leuten stört, dass solche Leute dann, also ich meine jetzt nicht solche Leute, die ein paar Kilos zunehmen, vielleicht weil sie irgendeine Essstörung oder irgendwas haben oder aus irgendwelchen, wirklich wegen einer Krankheit zunehmen, ein paar Kilos, vielleicht auch 10, 15, 20, 30. Okay, man nimmt dann zu, aber wenn man dann, sagen wir mal, 20 Kilo wiegt, 20, natürlich, wenn man 200 Kilo wiegt und 200 Kilo wiegt und vielleicht 25 Jahre jung ist, oder 20 Jahre oder, ja, ich finde schon, selbst wenn man mit 30 Jahren 200 Kilo wiegt, das ist richtig, richtig jung und dann stirbt man auch richtig, richtig jung, weil man einfach nicht gesund lebt. Und mir gefällt es einfach nicht, wenn wirklich dann so solche Leute, die über 200, also ich spreche jetzt wirklich nur von solchen Ausmaßen, so über 200 Kilo oder so und so weiter, wenn solche Leute dann sagen, nee, ich bin dick, ich kann nichts dafür, dass ich dick bin, ich bin dick, weil ich krank bin, und letztendlich sich auf dieser Sache ausruhen, sich noch mehr vollfressen und nie darüber nachgedacht haben, nicht irgendwas dagegen tun, gegen diese Krankheit oder allgemein gegen dieses wirklich krankhafte Essen. Man muss doch irgendwie doch sehen, nach einer bestimmten Zeit, dass es krankhaft ist und man zu viel gegessen hat. Und wenn man weiß, dass es eine Krankheit ist, kann man doch nicht von sich selber sagen, yo, es ist halt eine Krankheit, ich kann nichts dagegen machen, ich fress mich weiter voll, bis ich irgendwann tot bin. Und ich finde allgemein, das ist jetzt nur halt dieses Beispiel, allgemein auch bei anderen Dingen, dass man zum Beispiel, ja, rauchen. Hier beispielsweise rauchen. Sagen wir mal, jemand raucht und der hat angefangen zu rauchen, weil seine Eltern rauchen. Er lebt ist in einem Haushalt, also aufgewachsen, welches schon immer raucht und denkt also, es wäre jetzt nichts Negatives. Und fängt dann an, früh zu rauchen. Okay, alles okay. Und ja, vom Rauchen wegzukommen, ist wahrscheinlich schwer, so wie man immer hört. Ich habe nie geraucht, werde nie rauchen. Und dann, ich bin kein 10-jähriger Junge, der sagt, ich werde nicht rauchen und zwei Jahre später anfängt zu rauchen. Und glaub mir, ich habe schon einiges erfahren. Die fangen schon mit 8 bis 10 Jahren an zu rauchen. Also die Generation habe ich eigentlich schon längst erreicht, wenn man darauf ja anspielen würde. Aber das wollte ich nicht sagen, sondern okay, es ist schwierig wegzukommen. Aber sagen wir mal, man fängt mit 15 an, 16, so in dem Alter, wo man schon irgendwie weiß, dass es wirklich was Negatives ist. Okay, das Alter kann man eigentlich auch nicht als Beispiel nehmen, weil die finden sich dann cool oder machen das aus irgendwelchen anderen unnötigen Gründen. Okay, sagen wir jetzt mal, jemand, der 20 Jahre alt ist, 25 Jahre alt, vielleicht sogar älter, fängt an mit Rauchen. Ist zum Glück bis jetzt noch nicht, es passiert nicht so oft, dass man in diesem Alter anfängt zu rauchen, sondern eher schon vorher. Aber dennoch, wenn man wirklich in diesem Alter anfängt zu rauchen, dann weiß man doch, dass es schlimm ist. Und dann... Man fängt erstmal an und dann ist man halt ein paar Jahre Raucher und dann kommt dieses, ach, ich möchte eigentlich jetzt aufhören, ich weiß jetzt, wie schlimm das ist
Und ich kann aber nicht aufhören. Aber er tut auch nichts dagegen. Er denkt nur so von sich, ich weiß, dass es schlecht ist. Natürlich müsste ich jetzt aufhören, aber ich mache es jetzt nicht. Ich höre jetzt nicht auf. Und ich finde einfach, das ist dieses Schlimme, dass man allgemein, dass viele Menschen, wenn sie irgendeine Krankheit oder sonst irgendwas haben, aber nicht ein wenig kämpfen, ein wenig Selbstbewusstsein haben, ein wenig dagegen halt ankämpfen. Man sieht dann so viele, es gibt Menschen, die haben, sind ohne Beine, sind ohne Arme geboren und können Sachen machen, die kein Mensch eine Handvoll Menschen gemacht haben. Zum Beispiel, ich habe mal, keine Ahnung, das habe ich mal vor einem Jahr oder so, habe ich mal zufällig den Fernseher eingeschaltet und da war ein Mensch ohne Glieder halt, also ohne Arme und Beine ist so geboren und der hat halt den Mount Everest, den Kilimanjaro in Afrika, war das so? Ja, ich glaube schon, hat er bezwungen sozusagen 5000 Meter und das ist einfach so eine extreme Leistung, aber das sind auch diese Extremfälle. Man sollte halt mal dagegen ankämpfen und ich bin jetzt nicht selber in dieser Lage und man kann jetzt schön zu diesem, also dieses Thema vielleicht so als Außenstehender schön, ja, bearbeiten und sagen, ja, hätte man so und so machen sollen und bla und bla und bla und man ist letztendlich selber nicht in dieser Lage, aber jeder Mensch hat schlechte Zeiten und ich habe auch schon einiges erlebt. Ich bin zwar gerade mal 15 Jahre jung, aber ich habe Dinge erlebt, die jemand 50 Jahre mit 50 Jahren Lebenszeit nicht erleben wird. Das heißt jetzt nicht, also jetzt nicht direkt denken, ich bin voll Depri jeden Tag und ich hatte ein extrem schlechtes Leben, eine schlechte Kindheit, ich wurde verdroschen oder sonst irgendwas. Also nicht euch irgendwas da ausmalen. Nur allgemein, man sollte halt schon selber ein wenig Selbstbewusstsein haben und auch wenn man eine Krankheit hat, die man aber heilen kann. Also ich spreche jetzt so von solchen wirklich Essstörungen, also psychische Krankheiten. Da muss man einfach mal dagegen ankämpfen und mal schauen, was bringt es einem, ist klar, man weiß, dass es irgendwie negativ ist, man sollte es zumindest wissen, aber man muss dann doch irgendwie darüber nachdenken und schon irgendwie versuchen, dagegen anzukämpfen. Wenn man nicht versucht, dann bringt es auch nichts. Es ist natürlich, ja, man kann nicht gegen alles ankämpfen, man kann nicht alles bekämpfen an psychischen Krankheiten, egal wie stark der Wille ist, aber dennoch sollte man es versuchen und das versuchen viele Menschen nicht und da finde ich, dass dieses Beispiel vor allem bei etwas dickeren Menschen, sage ich jetzt einfach mal, wie gesagt, das Kind beim Namen, da denken sie sich halt, ja, ich wiege jetzt 170 Kilo, ich kann nichts dagegen machen, ich fress mich weiter voll. Und das ist einfach diese Sache, die mich selber nervt. Und was ich noch sagen wollte zu diesem Trainer, der hat mich damals richtig genervt. Der hat mich so oft besiegt und hat mich so genervt. So genervt, dieses Radikal. Daran kann ich mich so gut erinnern. Aber ich wollte einfach mal dieses Thema ansprechen, weil ich habe gestern oder vorgestern halt wurde ich mal wieder damit konfrontiert und deswegen dachte ich mir, komm, dieses Thema musst du eigentlich mal ansprechen. Auch mal halt ernste Themen wollte ich in diesem Let's Play ansprechen. Vielleicht gefällt es manchen nicht, dass ich ernste Themen auch mal anspreche, weil halt YouTube soll Spaß bringen. Aber man sollte auch mal auf solche Dinge achten und man sollte wirklich jetzt nicht jedes Let's Play, jeden Part, okay, übertreiben und vielleicht auch die ganze Zeit nur negative Sachen sagen und dass man keinen Spaß hat bei den Let's Plays, weil, okay, man vielleicht doch Spaß hat, aber die ganze Zeit nur etwas kritisieren und so weiter und so fort ist natürlich auch negativ. Man sollte auch über positive Sachen sprechen und auch mal on-topic halt sein. Ich wollte aber heute mal off-topic ein bisschen sprechen und auch ein bisschen die letzten Parts und ich werde erstmal mit diesem Angler hier sprechen. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, natürlich. Oh nein, du hast keinen Platz für mein Geschenk. Oh Mann, komm schon. Dann werden wir erstmal ein paar Items ablagern. Also ich hoffe mal, ihr habt so meine Message verstanden in den fast 10 Minuten jetzt hier in diesem Part. Und wir sind jetzt hier in Orania City. Wir haben einige Trainer besiegt und ja, jetzt werde ich erstmal nicht auf Ice-PC gehen, das wollte ich eigentlich nicht. Lass es, nein, möchte ich nicht. Ich möchte PC von Present, genau. Und genau, wir haben ja Bill getroffen. Der hat dieses Pokémon-Lagerungssystem erfunden in der ersten Generation. Und damals hat es jemandes PC gehießen. Also damals stand da jemandes PC. Also bevor wir hier ihn getroffen haben. Jetzt steht da Bills PC. Also wer
wer sich wundert, wer jetzt selber das spielt und da noch nicht ist und sich wundert, wieso da jemandes PC steht und bei mir auf einmal Builds PC, jetzt wisst ihr es. So, wir werden einfach mal ein paar Sachen ablegen, die wir zurzeit nicht brauchen. Wie zum Beispiel Sonderbonbons, TMs, Ether, was weiß ich was und. Genau, das Domfossil können wir eigentlich wegbringen und eigentlich, das, was nervig ist, immer wenn ich ein Item auswähle, dann kommt es direkt ganz nach, also kommt es wieder am Anfang, also dass sozusagen die Auswahl direkt wieder am Anfang kommt und ich habe gerade bemerkt, dass ich schon einen Trank auswählen abgelegt habe, weil ich aus Versehen, ja, es bestätigt habe, das abzulegen, wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ah Mann, ich komme die ganze Zeit auf Trank, das abzulegen, weil das nervt mich richtig an dieser Box, weil immer wenn man etwas ablegt, dann kommt halt dieses, ich gehe jetzt wieder zur ersten Stelle zurück. Oh Mann. So, wir werden uns erstmal den Trank hier mitnehmen, den wir aus Versehen abgelegt haben. Nein, nein, nicht die TM, sondern den Trank, genau. Und dann werden wir zum Profi-Angler gehen und uns eine Angel holen. Und nein, ich möchte keine TM mitnehmen. Ach komm, ich komme da die ganze Zeit aus Versehen raus. Rauf, nicht raus. So, jo. Dann gehen wir erstmal hier wieder in das Haus rein und dann können wir mit dem Typen hier sprechen und dann bekommen wir eine Angel. Und jo. Französisch, ich kann kein Französisch, ich spreche zwar jetzt so einen auf französischen Akzent, aber ich kann das nicht. Ich weiß auch nicht, wieso ich das mache und ich bin auch in voll schlecht, irgendeinen Akzent nachzumachen. Aber egal, hast du gesehen, die MS Anne ankert im Hafen, wow. Wir sind sehr unbeirrt. Okay, das ist eine Frau und ich mache gerade eine Tief. Okay, egal. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Yeah, ein dreckiges Pokémon, was sich im Dreck entwickelt. Yeah, ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Masho, Mashok. Ein Mashok ebnet das Land. Yo, das macht er schön, sehr, sehr schön. Der ebnet dieses Land hier. Das macht er sehr, sehr, sehr toll. Und hier ist auch nämlich die dritte Arena, aber da können wir noch nicht hin, denn wir brauchen einen Zerschneider. Und den haben wir, wie ihr wisst, noch nicht. Pokémon Fanclub, alle Pokémon-Fans sind willkommen. Wir werden einfach mal hier reingehen, denn dieser Typ hier, der wird ist ganz wichtig. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Ja, okay. Sehr schön, dann hören wir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich, ich liebe es. Wenn es schläft, warm, kuschelig, spektakulär, hinreißend und er benutzt viel zu viele Adjektive, aber egal. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Present erhält einen Radcoupon. Du hältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Fahrrad. Jo, wir brauchen keine 1 Million Poké-Dollar fürs Fahrrad auszugeben, sondern können diesen Radcoupon ausgeben. Und wir können auch keine 1 Million Poké-Dollar in diesem Spiel erreichen, sondern nur 999.999 Poké-Dollar. Dieser Satz war lang. Also, ja, wir können sowieso nicht kaufen. Ich liebe mein Europe. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Das ist schön. Sehr, sehr schön. Mein Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Ja, das tut er. Habe ich gerade bemerkt. Pikachu, Pikachu. Na, ich kann kein Pikachu nachmachen. Das ist aber immer so süß. Oh Mann, ich liebe Pikachu. Hierop, Hierop, Hierop. Ich bin ein Hierop. Ich bin Hierop, Hierop, Hierop. Genau, Europe, Europe. Besitzt du ein Habitat? Willst du es gegen Porenta tauschen? Ich habe kein Habitat, deswegen nein. Schade. Aber wir könnten uns schnell ein Habitat besorgen und es rein theoretisch gegen ein Porenta tauschen, was wir aber nicht brauchen. Deswegen lassen wir das auch. Jo, hier ist ein Topsy, genau, ein Topsy. Topsy, Topsy, bla bla. Was sagt denn dieser Typ hier? Ich lasse Topsy einen Brief nach Safronia City im Norden bringen. Was steht denn in diesem Brief hier? Wir sind natürlich hier mal wieder Stalker-mäßig und müssen erstmal alles durchlesen. Lieber Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet das Team Rocket in Safronia City Unruhe. In Orania City scheint es sich sicher zu sein. Stimmt, steht da lieb. Ich dachte schon lieber Niki. Ich dachte jetzt wirklich, dass der von der anderen Seite des Ufers ist. Also ihr wisst, ne? Aber in einem Pokémon-Spiel jemand, der homosexuell veranlagt ist, wäre natürlich ein wenig komisch. Sehr, sehr komisch. Aber okay, das wäre es jetzt gewesen. Hafen von Orania City. Und ich würde sagen, der Part ist schon wieder nur 15 Minuten lang, aber... Oder, Achtung, Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert.
Umleitung Fettzunnel nach Lavandia, Polizei von Orania City. Ich würde sagen, hier rein werden wir zwar noch nicht gehen, aber wir könnten. Ja, ich denk mal, wir können gegen diesen Trainer hier kämpfen. Wen haben wir vorne? Oh, diese. Ich bin ganz kurz ruhig. Hört euch das an. Diesen richtig schönen Soundtrack im Hintergrund. Oh Mann, der ist so schön. Der ist richtig schön. Oh Mann. Dieser Soundtrack, der ist grandios. Ich liebe diesen Soundtrack. Oh Mann. Ich mag ihn wahrscheinlich auch nur, weil ich halt Nostalgie-Effekt und so, ihr wisst, weil ich halt so ein Nostalgiker bin. Ihr kennt mich ja. Deswegen, aber die ist auch schon richtig cool. Also man kann nichts dagegen sagen, die ist richtig, richtig cool. So, ruckzucki, dann bist du hoffentlich besiegt, Rettern, weil, oh, was erzähl ich denn da mit einem ruckzuck ein bisschen Rettern, was auf dem gleichen Level ist, nicht besiegt. Das war jetzt auch gerade ein bisschen optimistisch von mir gedacht, dass das Rettern mit einem Hit besiegt ist. Drei Hits kommen da schon eher hin. Noch ein Ruckzuckhieb und dann müsste Rettern besiegt sein. Ich würde sagen, der Part ist jetzt 16 Minuten lang. Tut mir leid, nur 16 Minuten lang. Dafür wird der nächste Part sehr, sehr lange. Sehr, sehr lang. Nicht sehr, sehr lange. Und ja, ich würde sagen, es lohnt sich mich jetzt nicht, auf die MSN zu gehen. Also dem Schiff hier. Ich würde sagen, ja, im nächsten Part wird es uns wirklich sehr, sehr lange auf dem Schiff ja halten. Vielleicht schaffen wir es noch nicht mal in einem Part. Mal schauen. Wir sehen uns ja dann im nächsten Part. Bis dann und ciao.